Hallo und willkommen zurück bei Tales of Ymirwald. Bald haben wir es geschafft. Da drüben ist jetzt der Schmetterling, den wir als nächstes triggern müssen. Solange wir uns daran halten, sollten wir eigentlich jetzt ganz gut durchkommen. Wir brauchen wieder ein bisschen Hilfe. Rabums. Die drei machen Wellen und schubsen die Frucht weg. Wo haben sie die Frucht hingeschubst? Das gilt es herauszufinden. Da ist sie. Badabadabam. Splish splash, I was taking a bath. Guter Fisch, weiter so. Oh, ich freue mich so, wenn wir durch diesen Wald durch sind. Es ist schlimm. Oh nein! Ich drück einfach mal. Oh nein, das war zu früh. Oder? Oh Gott, das ist eine Timing-Frage und ich habe es aus Versehen richtig gemacht. Oh nein. Wir können, was? Oh no. Oh, wir müssen wieder von vorne anfangen. Ich hab's verkackt. Wann müssen wir das denn machen, wenn er andersrum ist? Oder... runter. Wann müssen wir das drücken? Oh mein Gott. Gibt es eine Vorspulfunktion? Also für euch schon in YouTube, aber diesmal werde ich es nicht vermasseln. Mach's doch besser, Leute. Mann. Fisch ablenken. Ich war halt ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe gedacht, ich muss jetzt schnell was machen, sonst frisst der große Fisch meinen Fisch. Aber ich glaube, ich musste nur auf den richtigen Moment warten. Was auch immer der richtige Moment ist. Vielleicht, wenn er nach unten schwimmt? Weil jetzt eben hat er nach oben geguckt und er hatte die drei Punkte da. Soll der große Fisch meinen sehen oder nicht? Also soll er meinen sehen und jagen, damit er meinen weiter motiviert, sage ich mal freundlich. Damit er die Frucht weiter wegträgt. Oder frisst er dann meinen Fisch, wenn er ihn bemerkt und ich muss auch wieder von vorne anfangen. Das wäre halt eigentlich ganz schön mal zu wissen. Aber das werden wir nur ausprobieren herausfinden, oder? Ich will das nicht nochmal machen müssen. Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Das wäre echt furchtbar. So, jetzt müssen wir wieder über den Baum und die Brücke. Und da runter. Und nach links. Jawohl. So. Fischimann, do your work. Do the thing you do. Und so. Acht Folgen später. Bis hierhin haben wir es schon mal geschafft. Er hält an. Was sagt er hier genau? Nix.
Also jetzt hätte ich gedrückt, ne? Und dann schwimmt mein Fisch aber nach unten und dann geht die Frucht kaputt. Ich würde es jetzt probieren, wenn der Fisch gleich zurückgekommen ist und unten den Weg blockiert, damit meiner oben lang schwimmt. Aber auch so, dass er möglichst nicht gesehen wird. Also erst, wenn jetzt die Aufmerksamkeit weg ist. Jetzt. Und jetzt kann er nicht nach unten schwimmen, weil da der große Fisch ist. Hä? War ihm also einfach egal, dass der Fisch da ist. Okay, der große Fisch muss ihn kriegen. Ich muss dann drücken, wenn die drei Punkte da sind. Ist egal, in welche Richtung. Also egal, ob der Fisch dabei nach oben oder nach rechts guckt. Gut, dass dieser Baum unendlich viele Früchte hat. Also jetzt gibt es ja nur noch maximal zwei Möglichkeiten. Entweder ich drücke halt, wenn der Fisch aufpasst und nach rechts schaut, oder wenn der Fisch aufpasst und nach oben schaut. Also selbst wenn das erste Mal falsch ist, dann müssen wir es halt im schlimmsten Fall noch einmal machen. Aber ich würde sagen, in 5 Minuten sind wir hier auf jeden Fall durch an der Stelle. Mit der Stelle? Durch die Stelle. Von der Stelle. Bei der Stelle. Wegen der Stelle. Ich werde schon mürbe im Kopf. Dieser Wald. Ich weiß, warum ich seit der letzten Aufnahme so lange gezögert habe, weiterzumachen. Ich wusste zwar nicht mehr viel über den Wald, aber ich wusste, dass er schrecklich ist. Und jetzt kommt die Erinnerung wieder daran, warum. Es war gar nicht, dass ich mich verlaufen habe oder dass es so ein Rätsel war. Es ist einfach diese Mechanik mit den Fischen hier. Und das ständige Rumlaufen, Backtracking von einem Ort zum anderen und über Kreuz und hin und her. Aber jetzt laufen wir wieder die Schleife nach da oben. Nur damit wir dann wieder die Schleife nach da unten laufen dürfen. Und ihr wisst, wie gut ich Backtracking finde. So richtig gut. Halt. Ich vergesse halt auch immer, dass man hier diese Wurzel hochlaufen muss, ne? Dabei habe ich es jetzt schon so oft machen müssen. Jetzt kommt der Fisch und schiebt es nach links. Ich würde es erstmal probieren, wenn der andere Fisch, also der große, nach oben guckt. Weil ich möchte ja nicht, dass meiner da runterfährt. Da geht die Frucht ja anscheinend immer verloren. Richtig. Also wenn er sich jetzt umdreht. Jetzt. Nein! Alter. Ich hasse diesen Fisch. Du musst nicht drücken, wenn die Punkte da sind, sondern vorher. Oh. Ich schneide das nicht, dann müsst ihr mit mir zusammen durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorspulen, aber ich werde hier jetzt nicht meine Tortur schneiden. Wenn ich das machen muss, dann könnt ihr euch das gefälligst auch mit angucken. Diesmal vermassel ich jetzt nicht. Kannst mich mal, Leute. Ganz ehrlich. Ich muss erst da hoch. Also wenn es so wirkt, als wenn mir das Spiel keinen Spaß mehr macht, dann liegt es an diesem Wald.
Wollte ich nur gesagt haben. Was ist los, Leute? Denkst du immer noch über die Blumen nach? Dirk hat bestimmt nichts damit zu tun. Ja, ich denke, du hast recht. Was? Wenn dir was Kopfzerbrechen bereitet, dann überlass es einfach mir. Oh, er schon wieder. Also gut, hier ist meine Frage. Ich denke über die Beziehung zwischen diesen Blumen und den Tieren nach. Ach, das ist doch ganz einfach. Tiere werden auch von Schönheit angezogen. Schönheiten wie mir, wisst ihr? Aha. Oh, also bitte. Absurd. Autsch, ich bin echt arm dran mit euch. Me too, Selos, me too. Wir stecken alle im gleichen Boot hier. Im gleichen Fisch. Ich trinke erstmal einen Schluck. Trinkt ihr auch mal einen Schluck? Das ist gesund. Hydration. Am besten kein Alkohol. Der dehydriert nämlich. Ich wünschte, ich wäre ein Zuschauer. Ich könnte einfach die Geschwindigkeit auf zweifach stellen, bis das hier vorbei ist. Dann klingen die Stimmen auch viel lustiger. Geh von dem Blatt runter. Mann, ey. Doch, hier hoch. Und dann wieder runter. Und dann wieder hoch. Und dann wieder runter. Und dann wieder hoch. Und dann wieder runter. Wir haben sonst nichts zu tun. Wie war das? In 5 Minuten sind wir in jedem Fall durch. Ha. So ein Narr, der das gesagt hat. Ein Narr. Mehr als Worte. Hier ist es schön. Ja, das ist es wirklich. Etwas so Schönes bewegt die Herzen derer, die es wahrnehmen. Sei es, dass es die Natur ist, ein Lied oder jemandes Herz. Du bist ein Poet, was, Regal? Ich frage mich, ob mein Herz auch bewegt ist. Brisea, habe ich wirklich meinen eigenen Willen? Sind die Worte, die ich spreche, wirklich meine eigenen? Nur man selbst kann wirklich wissen, was man denkt. Chrisea, du... Es ist ja ganz schön und so, aber es ist nur Wasser, oder? Wenn es gut schmeckt, wäre das was anderes. Wollt ihr es mal probieren? Was? Oh, das ist köstlich, Chrisea, das musst du probieren. Trink nichts, was er gemacht hat. Okay. Oh, es schmeckt gut. Nicht wahr? Und? Ist das nicht schon genug? Du hast recht. Trink doch nichts, was er dir gibt. Nachher sind da K.O.-Tropfen drin oder so. Gefährlich. Und warum packt ihr jetzt hier überhaupt die existenziellen Fragen aus? Das ist ja furchtbar. Mein Gehirn ist schon brei von dieser ständigen Wiederholung mit den Fischen und den Früchten und dem Platschen. Ich möchte diese Folge unbedingt durch den Wald kommen. Koste es, was es wolle. Okay, diesmal überstürze ich nichts. Ich warte. Jetzt wäre schon zu spät. Muss ich drücken, bevor die Punkte da sind? Wenn die Punkte da... Wenn er jetzt umdreht... Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Leute, be right back. Da sind wir wieder und ich hasse diesen Wald. Es lag nicht am Timing mit dem Fisch, sondern daran, dass wir das hier übersehen haben. Noch eine weiße Blume, mit der wir wohin fliegen können. Ich musste mir wieder ein Video anschauen, um auf die Idee zu kommen. Wir haben nämlich immer noch nicht diesen Felsen hier kaputt gemacht.
Und deswegen hat dieser beknackte Fisch jedes Mal angehalten und ist nicht weitergeschwommen. Ihr seht, ich habe ihn da oben hier schon hingeparkt. Offscreen. Hallo? Take me back. Damit wir jetzt nicht nochmal die ganze Tortur machen müssen. Alter, ich hasse diesen Wald so sehr. Ich wollte nur schnell zwei oder vier Folgen aufnehmen und sitze jetzt hier schon wieder über eine Stunde wegen zwei Folgen, die von der Laufzeit halt echt nicht so lange sind. Aber einfach dadurch, dass ich so lange recherchieren und ausprobieren und hin und her musste. Also ich hatte das Timing bei meinem ersten Versuch schon richtig, aber der Fels war halt noch im Weg. Ja, wir müssen das machen, wenn der Fisch nicht aufpasst. Das können wir zum Beispiel dann machen, wenn er hier gerade vorbei ist. Jetzt zum Beispiel. Dann kann unser kleines Fischchen da einfach ganz bequem vorbeifahren. Ich habe halt gedacht, er muss oben irgendwo durch oder sonst was. Nein, es lag an dem Felsen. Und wieder mal hat es das Spiel nicht geschafft, das einfach deutlich zu kommunizieren. Ja, der Fisch hält einfach an, verliert seine Frucht und tschüss. Aber er verrät dir nicht, warum oder wieso oder was du tun sollst oder wohin. Warum auch, ne? Das wäre ja Quatsch. Das wäre ja Quatsch. Plitsch, platsch. Kackfisch. So. Gib mir jetzt endlich die Frucht, ich will ja raus. Gib, 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 gib. Na, okay, da ist auch in Ordnung. Das hat aber gedauert. Ich glaube, ich weiß, wie diese Folge heißt. Lem? Doch einfach die Frucht in die Hand. E-Mail Frucht erhalten. So kurz das notieren, damit ich den guten Folgentitel nicht vergesse. So, kann man jetzt zu dem Kind gehen und ihm die Frucht geben und dann dürfen wir bitte hier weg und müssen nie wiederkommen. Nie mehr. Bitte. Oh, das hat mich jetzt so frustriert. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ist das schlimm? Wenn man so eine Stelle im Spiel hat, die einem so überhaupt keinen Spaß macht und einfach alles verdirbt. Ich hätte mich eigentlich richtig aufs Aufnehmen gefreut heute und jetzt ist die ganze Luft raus. Das tut mir voll leid. Hier, dies ist die E-Mail-Frucht. Wie versprochen. Bring sie deiner Mutter. Scheißkind. Vielen Dank. Sie sagen, Menschen seien rücksichtslos. Aber ihr seid anders. Vielen, vielen Dank. Hier, das ist für euch. Metal Sphere gefunden. Vielleicht sollte ich erst mal gucken, was das überhaupt ist, ne? Hat große Ähnlichkeit mit einem X4, ist aber kleiner. Okay. Verborgene Stadt der Elfen. Heimdall. Ihr habt es also bis hierher geschafft. Was? Du weißt also, wie Colette geheilt werden kann? Und wenn ich es wüsste? Warum hilfst du uns? Warum gibst du uns Tipps, wie wir sie retten können? Und woher wusstest du, dass Colettes Engeltoxikose dieselbe Krankheit ist, die einer der Gefährten des Helden Mizos hatte? Und was hoffst du zu erreichen, indem du das fragst? Naja. Die Zeit ist knapp. Beeilt euch. Dies ist die Stadt der Elfen. Halbelfen haben keinen Zutritt. Wie bitte? Es ist eine Schutzmaßnahme gegen jene, die unsere Stadt ins Unglück gestürzt haben. Wenn ihr das nicht akzeptiert, dürft auch ihr Menschen nicht eintreten.
Lloyd, wir warten hier. Wir überlassen alles weitere dir. Na gut. Misos, den Helden zu erwähnen, ist in dieser Stadt tabu. Wieso? Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Befolgt einfach die Anweisungen. Okay. Racist Asshole. Alles klar. Die Beziehungen zwischen Elfen und Menschen sind nicht gut, aber wenn wir in Schwierigkeiten stecken, helfen wir uns gegenseitig. An diese Regel sollten sich intelligente Lebewesen halten. Naja, da setzt du auch voraus, dass Menschen und Elfen intelligent sind. Dieses Heimdall, die verborgene Stadt der Elfen. Es ist viel Zeit vergangen, seit die Elfen diese Stadt gegründet haben. Und doch hat sich unsere Lebensweise nicht geändert. Stattdessen ändern sich unsere Umgebung und die Gepflogenheiten der Welt. Jo. Okay. Was ist hier los? Ich habe behauptet, ein Bote zu sein, um in den Ort zu können. Aber ihre Gesetze und Sitten sind viel strenger, als ich dachte. Willkommen im Waffengeschäft von Heimdall. Wir bieten auch Anpassungsdienste an. Was habt ihr denn? So, den habe ich schon. Kann ich nicht sehen. Das ist deutlich besser. Das kaufen wir. Den haben wir schon. Haben wir schon. Die Frage ist halt, kriegen wir die beiden hier noch? Also den haben wir. Ach komm. Was soll der Geiz, ne? Kaufen wir. Ein Degen, der einst einem bekannten Edelmann gehörte. Okay. Sonnenchakram. Warum benutzt du es nicht, wenn das besser ist? Hier von 659 auf 819. Was ist denn da los? Sie haben eine gute Auswahl an leichter und starker Rüstung für Magiebenutzer. Willkommen im Rüstungsladen von Heimdall, dem Dämmerungsarsenal. Macht halt nicht so viel Unterschied, die Rüstung. 5 Punkte oder so, das ist halt immer... Naja. Nee. Rüstung sparen wir mal. Haben wir die schon? Es ist viel Zeit vergangen, hatten wir schon. Willkommen, das ist ein Elfenladen. Weil wir Elfen sind. Elfen. Seltene Comics. Was? Ihr seid also Menschen, was? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Jetzt schon. Willkommen, kann ich irgendwie behilflich sein? Ich bin aus Cyber gekommen, um Magiekatalysatoren zu erwerben. Ja, red mal mit dem Kind da hinten, das hatte ich noch nicht gesehen. Willkommen im Zubehörladen. Verzeihung. Der Wald hat mich müde gemacht. Ich bin durch, Leute. Ich bin total ausgebrannt und verbraucht. Zum Haus des Ältesten geht ihr über die Brücke und dann links. Ist das so? Und wenn ich nicht über die Brücke gehe? Die Autarkie ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Wir jagen im Wald und sammeln Beere und Nüsse. Nüssen. Schau mal, Fremde. Komm und such mich, ich bin hier drüben. Okay. Oh je. Seid ihr Kunden? Waren die Kinder etwa unhöflich? Nee, alles gut. Geh aus dem Weg. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ja, Beeren und Nüsse. Angeblich liefert der Riskalan jetzt das Mana anstelle des göttlichen Baums, der im großen Krieg verkümmerte.
Puh, ungeheuerlich. Können wir hier noch übernachten? Ja, können wir. Oh, hallo, willkommen. Das hier ist nur ein kleiner Ort mitten im Wald. Aber bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Moin. Oh, ein Gast? Bitte warten Sie noch einen kleinen Augenblick, während ich die Betten bereite. Guck mal, die sind gar nicht so rassistisch. Zumindest nicht gegenüber Menschen. Seid gegrüßt, willkommen im Gasthaus Waldesruh. Eine Nacht kostet 200 Gold. Easy peasy, lemon squeezy. Auf Wiedersehen. Wir speichern mal. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mal eine ganz kleine Pause, bevor ich weiter aufnehme, um mich wieder zu fangen. Der Wald hat mich einfach total zerstört. Ja, ich danke euch, dass ihr dabei geblieben seid, dass ich da nicht alleine durch musste. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.